Herzlich willkommen zur Online-Andacht über einige Verse aus Markus 14. Wir feiern diese Andacht im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Tisch ist festlich gedeckt. Leckeres Essen, ganz viele Getränke stehen auf dem Tisch. Simon hat alle seine Freunde eingeladen und freut sich schon riesig auf die nächsten Stunden mit ihnen. Nach und nach kommen endlich alle an. Die Männer sitzen gemütlich am Tisch, essen und trinken, unterhalten sich gut. Allen gefällt der Abend. Sie hören jetzt gespannt zu, was Jesus zu sagen hat. Da gibt es auf einmal einen Knall. Ein Glas ist zerbrochen. Eine Frau, namenlos und furchtlos, platzt mitten in dieses schöne Treffen hinein. Unerhört. Das gehört sich doch wirklich nicht. Doch damit nicht genug. Sie hat ein Glasfläschchen dabei. Als ob sie nicht mal Zeit hätte, das ordentlich aufzumachen, zerschlägt sie es einfach und kippt Jesus das ganze kostbare Salböl über den Kopf. Ein wunderbarer Duft erfüllt bald den ganzen Raum. Einige Augenblicke ist es komplett still. Verwirrt und überrascht richten sich alle Blicke auf Jesus. Was wird er sagen? Wird er sie anfahren? Oder wird er sie fragen, was das eigentlich soll? Leise fangen die Männer an, untereinander zu tuscheln. Einfach unverschämt, diese Frau. Erstens platzt eine Frau nicht einfach so in ein anderes Haus hinein, wo die Männer zusammensitzen. Zweitens macht sie auch noch so viel Krach und das schöne Gefäß für Salböl ist völlig hinüber. Drittens gehört Salböl sowieso nicht hierher. Das verwendet man nur bei ganz besonderen Anlässen. Viertens ist dieses Öl außerdem noch sehr wertvoll. Dafür muss ein Arbeiter ungefähr ein ganzes Jahresgehalt bezahlen. Umgerechnet zu etwa 20.000 bis 30.000 Euro. Kurz gesagt, die Frau crasht das ganze Fest und ruiniert den Abend. Sie stört einfach. Die Männer erwarten jetzt, dass Jesus die Sache genauso sieht wie sie und diese Frau rauswirft. Doch was tut der? Er lässt sie machen. Noch schlimmer, er verteidigt sie sogar. Er geht noch weiter. Da, wo Menschen die gute Nachricht von Gott erzählen, da soll auch diese Frau vorkommen. Mit dem, was er sagt, stellt er die Welt von Simon und seinen Gästen jetzt völlig auf den Kopf. Lasst sie. Sie hat ein gutes Werk an mir getan, sagt er. Die Frau, die hat verstanden, was zählt. Sie hat erkannt, was im Leben für sie am wichtigsten ist. Deshalb schenkt sie Jesus das kostbare Salböl, ohne sich um jegliche Konventionen zu scheren. Einfach nur, weil er für sie so wichtig ist. Und genau das unterscheidet ihre Tat auch von dem, was die Männer an Almosen für arme Leute fordern. In dem Moment geht es gar nicht um Almosen für Arme. Es geht darum, dass diese Frau für ihren Glauben, für ihre Überzeugung eintritt. Ganz egal, was andere dazu sagen. Beeindruckend, finde ich. Eine Frau, die ihren Glauben lebt und sich nicht einschüchtern lässt von Gewohnheiten, von bösen Blicken oder von Sätzen wie "Das gehört sich nicht". Sie macht einfach ihr Ding und weiß, es ist richtig. Für sie zählt, dass sie mit ganzem Herzen dafür eintritt. Genau darin gibt Jesus der Frau recht. Er stellt sich an ihre Seite. Genauso stellt er sich auch heute an die Seite von all denen, die sich voller Liebe für den Glauben an ihn einsetzen. Jesus macht auch dir damit Mut, deinen eigenen Weg mit ihm zu gehen und zu suchen und auszuprobieren, egal was andere sagen. Denn du bist für Gott wichtig. Amen. Jesus Christus, durch dein Kommen stellst du unsere Welt auf den Kopf. Manchmal ist es schwer, damit umzugehen. Darum bitten wir dich, gib uns den Mut, Gewohnheiten und Ängste zu überwinden, damit wir dir mutig und fröhlich einen Platz in unserem Leben geben. Amen. Und so segne und behüte euch der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.